Ja, hallo. Ich hatte das ja angekündigt, dass wir jetzt in der semesterfreien Zeit auch zwischendurch einfach mal erscheinen werden. Das Ganze zu Themen rund um die Programmierung, einfach Wissenswertes, Unterhaltsames, wie immer man das nennen möchte, ja, bringen. Auch einfach vor dem Hintergrund natürlich A, den Sendeplatz warm zu halten, die Statistik nicht sonderlich zu verderben in diesen 14 Tagen, fast 3 Wochen, die ja semesterfreie Zeit sind und wir keine Lehrveranstaltung machen. Zum anderen aber eben auch, um ein bisschen mehr über Programmieren zu vermitteln, als das vielleicht mit dem normalen Stoff der Vorlesung möglich ist. Ich freue mich also auch gerade auf dieses Zwischengeplänkel und heute ist das Thema Vergleichsprogramm. Es ist ein Thema, was ich schon mehrfach angesprochen hatte. Ich werde dieses Video dann auch auf andere Kanäle von uns hochladen, um das einfach mehr Leuten zugänglich zu machen, dass ich ja in Vorbereitung auf die Vorlesung diesen Vortrag gehalten habe über die Verantwortung des Programmierers rund um das Thema Umweltschutz. Ich gehe jetzt einfach mal in die Darstellung, Bild im Bild will ich gar nicht machen. YouTube hier an dieser Stelle und hier die Kanäle. Dann sieht man, dass hier diese beiden Videos sind Verantwortung für die Umwelt. Also haben wir als Programmierer eine Verantwortung für den Umweltschutz. Das sind zwei Vorträge. Das erste ist der eigentliche Vortrag. Das zweite war eine Reaktion, die ich mal an einem Samstagnachmittag schnell aufgenommen habe, auch vor dem Hintergrund, dass da eben Aussagen aus unserem Bekanntenkreis kamen, dass ja auch einiges überspitzt ist. Und ich hatte diese Vorträge schon zweimal davor gehalten, einmal auf der ADCPP diesen Jahres, doch mit relativ viel Interesse unter den C++-Entwicklern. Dann auch das Jahr davor mal auf der CodeRage mit mäßigem Interesse. CodeRage natürlich vorwiegend von Delphi-Programmierern besucht als Online-Veranstaltung und weniger von C++-Leuten, auch wenn der C++-Builder ja zum Embarcadero gehört und damit eigentlich auch Bestandteil der CodeRage ist. Aber es ist natürlich so, dass gerade da auch Diskussionen aufkamen, warum diese Vergleiche mit C++ und Pascal, und das ist ja gar nicht Pascal, was da dargestellt wurde. Und ich gehe einfach nochmal in diesen Vortrag rein. Dann sieht man halt, dass da natürlich Aussagen da sind, Klimawandel und Internet. Also wir haben ein massives Problem, dass die IT zum jetzigen Zeitpunkt eben schon sehr viel Strom verbrennt. Alleine das Internet liegt ja bei 6 bis 7% des Stromverbrauchs der Welt. Wenn man nur den Stromverbrauch nimmt, man nimmt das als ganzes Land, also interpretiert das Internet wie ein Land, dann kommt man zu dem Schluss, dass das auf Platz 3 liegt. Also nur die USA hat mehr und ich denke mal, China ist auf dem zweiten Platz. Genau, China ist Platz 2. Und danach folgt eben schon das Internet. Und wenn wir den Schadstoffausstoß, den CO2-Fußabdruck sehen, dann liegt das komplette Internet auf dem sechsten Platz. Mit uns zusammen, also Deutschland liegt ja auf dem sechsten Platz im CO2-Footprint weltweit. Und wie gesagt, den teilen wir uns mit dem Internet. Und wenn man jetzt die komplette Infrastruktur sieht, also nicht nur das Internet, das ist ja nur ein Teil der digitalen Infrastruktur der Welt, sondern rechnet die komplette digitale Infrastruktur mit rein, dann verdoppelt sich das mal ganz schnell. Und dann landen wir halt schon bei 13, 14, 15%, die des Stroms, der auf der Welt produziert wird, der in Informationsverarbeitung geht. Und natürlich hängt das dann maßgeblich von der Qualität der Programme ab, wie viel Strom wirklich benötigt wird. Und über Jahre lang hat das keine Rolle gespielt. Da ist immer leistungsfähigere Hardware produziert worden. Da ist immer gesagt worden, jetzt sind wir endlich so weit, jetzt ist die Hardware so leistungsfähig, jetzt können wir eben so eine Spielerei machen. Und es ging immer vorrangig um die Bequemlichkeit der Programmierer und weniger um die Effizienz.
die dahinter steckte. Während man am Anfang der Informationsverarbeitung in den 50er, 60er, 70er, 80er, ja sogar bis in die 90er Jahre immer gesagt hat, Performance ist wichtig, Programme müssen effizient sein, kam ab Mitte der 90er Jahre die sogenannte Coffee-Based-Zeit, also Java ist ja die Tasse Kaffee und damit wurde das Ganze eben auch umschrieben, die gezielt gesagt hat, der Komfort des Programmierers steht im Vordergrund. Sicherlich auch die Produktivität, die damit verbunden ist, wobei auch die schwer messbar ist. Und jetzt gibt es alle möglichen Tests und Vergleiche. Ich habe das hier in diesem Vortrag auch angesprochen. Ich blätter mal jetzt hier ein bisschen weiter und gucken mal, dass wir hier was finden. Dann war natürlich die Frage, also was können wir tun? Also was können wir überhaupt machen, um diese Problematik hier zu lösen? Ich setze mich jetzt mal hin, dann kann ich mich klein machen und das Bild ein bisschen größer machen, was dazugehört, damit ich nicht so viel von dem Platz vergeude, den Sie eventuell sehen oder nicht sehen. Ich mache das Ganze jetzt hier mal ein bisschen größer. Also die Frage, die dann kam, war, was können wir tun? Was muss überhaupt passieren? Und der erste Schritt, um Probleme anzugehen, ist natürlich überhaupt erstmal das Problem zu erkennen, sich eigentlich der eigenen Verantwortung, und ja, ich benutze jetzt auch das Wort Schuld, der eigenen Schuld bewusst zu sein. Dass wir eben in der IT tatsächlich einer der großen Ressourcenverbraucher dieser Welt sind und das Schlimme eben mit Tendenz nach oben zeigend. Also während in vielen anderen Bereichen umgestellt wird, Energie gespart wird, sicherlich, ich sag mal, wenn wir jetzt die Stahlindustrie von Koks auf Strom verlagern, dann wird da natürlich sehr viel mehr Strom anfallen, aber dafür fällt der Koks weg. Und die Verbrennung, die damit verantwortlich ist, und damit wird das Ganze umweltneutraler. Aber unsere Kurve zeigt immer steil nach oben. Und letztlich ist es eben auch eine Augenwischerei von Zertifikaten, Strom grün zu waschen und zu sagen, wir sind umweltneutral und als Ausgleich passiert das und das, weil wir haben eine bestimmte Menge von Strom, der kann grün erzeugt werden, eine bestimmte Menge von Strom wird eben schwarz erzeugt oder eben sogar gelb über Import, bei uns sicherlich im abnehmenden Modus, wir schalten unsere Kernkraftwerke Stück für Stück ab, aber dafür importieren wir Strom aus Tschechien oder aus Frankreich, der eindeutig aus Kernkraftwerken kommt und womit wir auch nichts gewonnen haben. Und das Einzige ist eben, wir müssen tatsächlich effektiver werden. Und in dem Zusammenhang hatte ich eine Studie angesprochen, Auswahl der Programmiersprachen nach Umweltkriterien, dass es da eben diese portugiesische Studie gibt. Und die kommt zu diversen Ergebnissen. Also ich will jetzt einfach mal, gehen wir mal ein bisschen. Hier haben wir zum Beispiel Binary Tree. Da geht es vorrangig um die dynamische Verarbeitung von Speicher, die immer wieder gearbeitet wird. Und hier sind jetzt diverse Programmiersprachen miteinander verglichen. Und wir sehen, in der vierten Spalte ist der Energieverbrauch. Und da sieht man eben, dass C und C++ eng beieinander liegen, gefolgt von Rust. Das ist auch Rust, ein hochoptimierender Compiler, dann gefolgt schon von einem der älteren Programmiersprachen, nämlich von Fortran. Und da auch schon mit einer deutlichen Differenz. Das ist schon das 1,5-fache von C++ an Energie, was verbraucht wird. Aber dann kommt eben Java mit dem fast Dreifachen an Energie, C-Sharp mit dem über den Daumen ja mehr als Vierfachen, Pascal mit dem ja, mindestens Fünffachen an Stromverbrauch. Und wenn wir in die hinteren Reihen gucken und wir sehen da Python auf Platz 24, dann ist es das 43-fache an Strom, was für diesen Algorithmus verbraucht wird. Aber gucken Sie in die Lehrveranstaltungen vieler Universitäten, da stehen die Professoren und sagen, machen Sie Ihre Beispiele mit Python, lernen Sie Python. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das nicht ein Widerspruch? Also wenn wir auf der einen Seite von der Verantwortung der Programmierer für Umwelt reden und auf der anderen Seite dann plötzlich so ein Ergebnis kommt und da steht. Und eine der Kernaussagen danach war eben, das ist ja nur, ich sage jetzt mal ganz bewusst, nur Mikroalgorithmus. Das kann man gar nicht vergleichen. Also vergleichen kann man nur große Programme. Und das war, wie gesagt, meine Antwort, die ich dann gegeben hatte, anderthalb Wochen später,
wo ich hingegangen bin und gesagt habe, naja, natürlich ist es so, dass ein Programmierer Verantwortung hat für das, was er tut. Und wenn er Verantwortung hat, dann muss man es eben auch entsprechend berücksichtigen. Und ich blätter mal zurück. Hier ist eben die Antworten, die mir damals übermittelt wurden, waren eben, dass der größte Teil der Rechenzeit eben im Internet über Streamen verloren geht oder für Streamen gebraucht wird, was ja stimmt. Also 50-60% des Internets ist tatsächlich Streamen. Das ist jetzt nicht Twitch und nicht YouTube, sondern da geht es natürlich auch um Netflix und Co., die immer mehr traditionelles Fernsehen ins Internet verlagern. Natürlich auch, weil sie als Kunde viel gläserner werden dadurch. Was sie im Fernsehen gucken, ist schwer nachzuvollziehen. Was sie im Internet streamen, eben mit Netflix und Co., das kann genau getrackt werden. Das kann mitverfolgt werden. Da sieht man sogar, wo sie anhalten, wo sie vielleicht nochmal wieder ein zweites, drittes, viertes Mal reingucken, welche Stellen besonders wichtig sind. Und damit ist es für den Anbieter natürlich interessant. Und dadurch, dass wir eine Kostenneutralität im Internet haben, dass man also kein Geld dafür bezahlen muss, um im Internet zu senden, ist es natürlich so, dass im Vergleich zum Fernsehsender ein Streamingdienst auch ganz deutliche Wettbewerbsvorteile hat. Aber wie gesagt, das ändert ja nichts an dem Problem, dass die Programme effizienter werden müssen. Das ist ja ein Whataboutism an dieser Stelle zu sagen, so schlimm ist es mit dem Internet ja gar nicht, da müssen wir uns gar keine Gedanken machen, weil andere verbrauchen ja viel mehr. Das zieht an der Stelle nicht. Und die Server idlen die meiste Zeit, schlechte Algorithmen, das hatten wir natürlich. Wir haben ja die Vorlesung ganz bewusst begonnen mit dem Thema Algorithmen. Und wir haben viele Dinge in den letzten Wochen gemacht, nicht weil sie für die Zukunft wichtig sind, weil man sie braucht. Also ich hatte das ja schon gesagt, ein Programmablaufplan wird wahrscheinlich in seinem Berufsleben keiner mehr zeichnen müssen. Das ist relativ selten, dass man Programmablaufpläne liefert. Da gibt es heute andere Modelle. Aber der Programmablaufplan ist existenziell wichtig, um überhaupt Algorithmen zu lernen, um dieses Gefühl zu kriegen, Probleme zu zerlegen, Schritte zu finden, aufzuteilen. Und deswegen eben der Übergang, den wir gemacht haben in den letzten Wochen, dass wir Algorithmen uns angeguckt haben, Algorithmen behandelt haben und dann über die Darstellung der Algorithmen im Programmablaufplan zu dem Struktogramm gegangen sind. Und erst dann natürlich über das Zwischenspiel der Maschinen und von Neumann und Turing hin zu der Programmiersprache C gekommen sind. Das war ja genau die Begründung zu sagen, wir fangen nicht mit Hochalgorithmen an, sondern wir fangen eben im Urschleim an und machen erstmal Programmablaufpläne. Das war der ganze Hintergrund, der da war. Und wie gesagt, das war die Antwort. Und rund um diese Zeit, wo ich diese beiden Vorträge gehalten habe, um Vorbereitung, habe ich doch sehr viel Reaktionen erfahren von Leuten in meinem Umfeld der unterschiedlichsten Art. Also einige, die wirklich überrascht waren und gesagt haben, so schlimm hätten sie sich das gar nicht vorgestellt. Wenn wir auf Platz 6 der CO2-Ausstöße liegen, wenn die IT oder nur das Internet doppelt so viel CO2-Footprint zu verantworten hat als der weltweite Flugverkehr, dann sind das natürlich Größenordnungen, wo man sich fragt, wie kann das sein, dass wir über Inlandsflüge nach Stuttgart diskutieren, von Berlin nach Stuttgart, das ist ja die längste Flugstrecke innerhalb von Deutschland, deswegen nehme ich sie eben oft als Beispiel. Und sicherlich muss man sich überlegen, ist die notwendig oder nicht? Das will ich gar nicht in Frage stellen, also um Gottes Willen. Ich will nicht das eine mit dem anderen gut rechnen, dann wäre ich ja auch nicht besser. Aber warum diskutieren wir das eine so ausgiebig? Aber die Nutzung von mobilen Handys, also zu sagen, zeitgleich, wir müssen da einsparen, aber wir wollen Grundrecht auf schnelles Internet haben. In jedem Dorf muss eben ein hyperschnelles Internet da sein und überall muss möglichst 5G da sein. Auch 5G führt ja zu einem höheren Stromverbrauch. Und da wird gar nicht in Frage gestellt, warum braucht man das? Warum nutzen wir das so extensiv und was kann man da verändern? Und wie gesagt, es war schon interessant, dass in dieser Zeit sehr viel diskutiert wurde. Und eine der Aussagen, die gekommen sind, ich glaube, das ist hier auch mit in der Folie, das heißt, ich blätter jetzt hier mal wieder weiter. Hier sind ja noch Texte dazugekommen.
Kilobyte gerechnet. Also früher, als C++ entstanden ist, hat man noch ein Kilobyte rechnen müssen. Heute haben wir ja Gigabyte zur Verfügung. Aber genau das Denken ist ja die Ursache für diesen Energiehunger, den unsere Programme haben. Dass wir eben nicht mehr überlegen, wie können wir möglichst effizient Sachen abspielen, sondern sagen, wir haben doch eh einen Speicher, der ist gigantisch groß. Und wir haben Prozessoren, die sind hyperschnell. Die werden das schon stemmen. Aber wie gesagt, Speicher muss mit Strom versorgt werden. Prozessoren, wenn sie laufen, müssen mit Strom versorgt werden. Und natürlich muss, wenn viel Rechenleistung gefordert wird, auch viel gekühlt werden. Also auch der Abkühl- oder der Kühlstrom spielt natürlich eine ganz große Rolle. Hier ist nochmal die Folie mittendrin. Vielleicht steht hier mehr drauf. Python, es gibt spezielle Bibliotheken, mit denen man auch wieder Zeit rausholt. Das ist gerade eine dieser Gründe. Diese Bibliotheken sind dann oft in C und C++ geschrieben und dann rechnet man das aber auf die Python-Seite und sagt, so schlimm ist das ja gar nicht. Das ist aber auch nur ein Kaschieren des Problems, das aus meiner Sicht eben doch sehr schwerwiegend ist. Und ich gehe jetzt hier einfach mal weiter in der Hoffnung, dass wir hier nochmal auf die Folie stoßen. Wie gesagt, eine der Aussagen war eben auch immer, das sind nur Mikroalgorithmen, die wir hier vergleichen. Also wir haben ja eigentlich nur Mikroalgorithmen verglichen. Und aus dieser Zeit ist die Idee entstanden, wir könnten doch gemeinsam, also alle Entwickler mit verschiedenen Programmiersprachen, ein Vergleichsprogramm einfach mal entwickeln. Weil natürlich ist das so, dass wenn ein produktives System in der Sprache A geschrieben ist, wird sich keiner die Mühe machen, das nochmal in der Sprache B zu schreiben. Ich kann wieder nur aus meiner Erfahrung sagen, wir hatten einen Kunden im Automatenbereich, wo die Konkurrenz irgendwann vom Markt verschwunden ist. Der Kunde von uns hatte die Automaten in C und C++ programmiert. Der Konkurrent von ihm hat irgendwann auf Java umgestellt und sich dann gewundert, dass die Automaten nicht mehr reagiert haben. Und dann wurde lange gesucht nach der Ursache und die Ursache bestand darin, dass die Automaten mehr mit sich selber beschäftigt waren, dass also die Eingaben und Ausgaben gar nicht so schnell durchliefen in der Zeit, das war Ende der 90er Jahre, so schnell durchliefen, dass die Automaten reagiert haben. Also immer wenn man das zweite, dritte, vierte Mal gedrückt hat, dann hat man sich quasi immer überholt und hat die vorherige Eingabe schon wieder weggemacht. Und es hat eben zum echten Problem geführt. Wir haben einen anderen Kunden, der eine große Anwendung mit vielen 100 Servern umgestellt hat auf von C++ und Corba auf Java und J2EE und andere Technologien. Aber da ist noch andere Sachen mit reingerutscht und hat plötzlich hunderte neue Server noch oben drauf gebraucht. Und wir reden hier wirklich über diese Größenordnung, die plötzlich nötig geworden ist. Und so kann man eben viele Beispiele bringen, dass solche Umstellungen eben tatsächlich zum Nachteil erfolgt sind und teilweise eben auf falschen Informationen basieren. Und genau das will ich aber nicht. Ich möchte nicht eine falsche Information verbreiten. Deswegen habe ich mir ein Programm überlegt, das alle gemeinsam quasi entwickeln können. Das ist ein überschaubarer Algorithmus. Ich schätze mal, ein erfahrener Programmierer in der jeweiligen Programmiersprache braucht auch nur 1 bis 2 Tage dafür. Wir sind jetzt alle kurz vor Weihnachten. Wir haben alle freie Zeit, fühlen uns vielleicht ein bisschen unterfordert. Damit ist es vielleicht auch ein Zeitpunkt, sich einfach mal an den Rechner zu setzen und zu sagen, ich mache jetzt in meiner Programmiersprache, in meinem Programmparadigma, ich löse das einfach mal. Ich stelle mich dem Vergleich. Ich versuche jetzt also, dieses Problem zu lösen und wir gucken am Ende alle gemeinsam, wo die Unterschiede in den jeweiligen Sprachen, Paradigmen, Algorithmen liegen. Und wie gesagt, ich möchte das nicht fokussieren als Bashing von Sprachen auf irgendeine Art und Weise, sondern ich möchte das wirklich an dieser Stelle verallgemeinern und möchte sagen, wir müssen irgendwie in diese Richtung kommen und müssen gemeinsam eine vergleichbare Geschichte haben. Und was für mich eben auch ganz doll wichtig ist, ich bin ja Trainer und Unternehmensberater im C++-Umfeld. Ich bin MVP von Empagadero für den C++-Builder. Wir machen auch sehr viele Schulungen für den C++-Builder. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass wenn wir mit Kunden in Kontakt sind, dass das Niveau, das Programmierniveau, ich hatte das, glaube ich, auch während der Vorlesung schon einige Male gesagt,
sich irgendwo Ende der 90er Jahre eingefroren hat. Das hat verschiedenste Ursachen. Eine der Ursachen ist sicher der fehlende Qualifikationshebel der Firmen. Das heißt, die Firmen stellen irgendwann die Programmierer ein mit ihrem aktuellen Wissensstand, oft wirklich aktuell, manchmal ja auch da schon in die Tage gekommen. Und von da an passiert eben nicht mehr viel. Und im Alltagsstress festgefressen sehen viele Programmierer dann auch nicht die Notwendigkeit, sich zu qualifizieren. Und so sind viele neue Eigenschaften gekommen, die ja nicht erkannt wurden oder die Möglichkeiten nicht erkannt wurden. Ich hole mir jetzt mal das Buch von Bjarne Storstrup an dieser Stelle und ich nehme mir auch gleich mal Grady Booch nochmal mit. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal zwei der Bücher aus dem Regal geholt. Und gucken wir mal, was Bjarne Storstrup geschrieben hat zu dem Thema in seinem Buch C++, die Programmiersprache. Das ist die, also ob sie noch aktuell ist, weiß ich nicht. Das war die Ausgabe, die 2011 erschienen ist, also 2014 für C++ 2011 erschienen ist, im Hansa Verlag. Komprimiertes C++-Wissen, knapp 1400 Seiten. Alles, was irgendwie Themen drumherum waren, die Storstrups Bücher so spannend gemacht haben, ist aus diesem Buch verschwunden. Es geht also wirklich nur um C++. Und auch er schreibt mit der amerikanischen Sicht, die er hat, mittlerweile arbeiten viele Programmierer seit ein oder zwei Jahrzehnten mit C++. Viele weitere setzen C++ in einer einzelnen Umgebung ein und haben gelernt, mit den Einschränkungen der frühen Compiler und Bibliotheken der ersten Generation zu leben. Was ein erfahrener C++-Programmierer im Laufe der Jahre oftmals nicht bemerkt hat, ist nicht die Einführung neuer Features an sich, sondern sind die Änderungen in den Beziehungen zwischen den Features, die grundlegenden neuen Programmiertechniken praktikabel machen. Mit anderen Worten, woran sie damals beim Erlernen von C++ nicht gedacht oder was sie einfach als unpraktisch empfunden haben, könnte heute ein überlegener Ansatz sein. Das finden Sie nur heraus, wenn Sie sich noch einmal mit den Grundlagen befassen. Und wie gesagt, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mir die Zeit genommen habe, tatsächlich die Grundlagen nochmal durchzubügeln, also wirklich die Grundlagen beim Urschleimen von C begonnen, werden wir uns ja nach oben entwickeln, im nächsten Semester dann mit C++ und vielleicht im darauffolgenden Semester mit höheren Programmiertechnologien. Aber es ist eben notwendig, dass man von unten her das Ganze nochmal aufarbeitet. Und auch er schreibt, lesen Sie die Kapitel der Reihe nach. Wenn Sie den Inhalt eines Kapitels bereits kennen, sind Sie möglicherweise in einigen Minuten fertig. Andernfalls haben Sie etwas unerwartet Neues gelernt. Und das ist eben eine der Punkte, die ganz doll mit beachtet werden müssen. Und auch Grady Booch, einer der drei Amigos, also der Creator der UML, hat sehr viele Dinge über Programmieren, über Programmierer, über Pragmatik gesagt, was man eben berücksichtigen muss und ja, was man beachten muss. Und auch hier schließt sich der Kreis wieder an, dass natürlich Veranlagung wichtig ist beim Programmieren, aber viel mehr zählt der Fleiß, sich mit dem Wissen, den Grundlagen zu beschäftigen. Insofern gibt es vielleicht noch Platz auf dem Wunschzettel, wo man in die Literatur hineingehen kann, auch mal alte Literatur wirklich noch wieder greift. Und gerade für C++ ist ein Bjarne Storstrup natürlich wie die Bibel. Anders kann man das nicht nennen. Ich möchte das jetzt auch nicht negativ verstanden wissen oder negativ gewertet wissen. Aber Storstrup ist natürlich die personifizierte Instanz für C++, wobei auch er sagt, dass er nicht die komplette Sprache in ihrer Gesamtheit beherrscht. Also nennen wir das Wort beherrschen. Also er weiß sicherlich sich vieles und mehr als viele andere. Aber dann sind wir wieder, dass man viele Dinge eben testen und probieren muss. So, ich gucke mal kurz.
Wenn ihr jetzt Zwischenbemerkungen habt, habt ihr auch wieder die Möglichkeit und könnt natürlich im Chat euch einfach zwischendurch auch mal melden, einfach mal sagen, halt, das sehe ich anders oder auch eine Nachfrage stellen. Ich versuche das wieder so weit wie möglich zu berücksichtigen. Und gehen wir zu diesem Vergleichsprogramm. Das Ganze geht mit der Karte von Berlin los. Ich habe natürlich ein Problem gesucht, was A groß genug ist, um auch eine Vergleichbarkeit zu erzeugen. Und B sich auch auf eine Programmiersprache beschränken lässt. Ich sage mal, wenn ich jetzt mit Datenbanken anfangen würde, dann hätte oder auch XML-Dateien, dann hätten wir sicherlich das Problem, dass da viel mit Treibern und Spezialbibliotheken gearbeitet wird, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in den jeweiligen Programmiersprachen geschrieben sind. Oft in Assembler oder eben C oder C++ geschrieben, dann als Treiber zur Verfügung gestellt oder eben als Spezialbibliothek zur Verfügung gestellt und nur genutzt werden. Und um das von vornherein zu verhindern, habe ich gesagt, okay, Datenbanken sind erstmal außen vor. So, XML, natürlich habe ich auch im Zusammenhang mit diesem Programm mit XML rumexperimentiert, habe mir auch ein paar Sachen angeguckt. Könnte jetzt auch für C und C++ natürlich einen ganz gravierenden Vorteil erzeugen, weil es da sehr leistungsfähige Bibliotheken gibt, die nativ in C und C++ geschrieben sind, die auch quelloffen sind, wie zum Beispiel PuKi.xml. Aber auch XML bewusst rausgestrichen. Und habe überlegt, okay, wie könnte man das Ganze machen? Habe mich an die Vergangenheit erinnert und habe gesagt, okay, wir starten dieses Vergleichsprogramm mit einer CVS-Datei, mit einer komma-getrennten, separierten Datei, die entsprechend verwendet wird. Habe auch ganz bewusst gesagt, okay, wir befinden uns in Deutschland. Wir wollen auch Ressourcen optimiert arbeiten. Wir wollen also keine Ressourcen für Dinge verbrauchen, wo es nicht benötigt wird. Und da wir die Namen in Berlin jetzt nicht, also die Adressnamen, die Katasterdaten, es geht um die Katasterdaten von Berlin, die als Open Data zur Verfügung stehen. Und wir wollen die jetzt auch nicht in Russisch oder in irgendeiner anderen Sprache schreiben. Wir wollen die schon, dass die nach deutscher Amtssprache geschrieben sind und wollen so weit wie möglich die Regeln beachten und haben gesagt, okay, das ist nationaler Zeichensatz für Deutschland. Unter Windows wird sie oft als ANSI bezeichnet, dass es eine ANSI-Datei ist. Die entspricht natürlich einer, auch hier wieder im Zeichensatz. Ich mache jetzt mal die Word-Datei parallel auf. Die hierhinter steckt. Und man sieht, das ist ein großes Dokument, was entstanden ist. Natürlich mit einer entsprechenden Einführung. Das, was ich eben gesagt habe, es geht verschiedene Programmierparadigmen gegeneinander zu vergleichen oder miteinander zu vergleichen. Machen wir das an der Stelle mal aus. Miteinander zu vergleichen. Es geht aber auch darum, den Wissensstand für sich selber zu erarbeiten. Also wenn ihr an dem Teil teilnehmen, wenn ihr vielleicht schon C und C++ könnt oder eben auch in JavaScript oder Python oder in einer anderen Sprache gelernt habt zu programmieren und das entsprechend umsetzt, wirklich mal zu vergleichen, kann ich das verbessern? Warum sind andere schneller oder besser? Wie kann man mit den jeweiligen Standards in der jeweiligen Sprache und dem Paradigma entsprechende Lösungen finden? Und dass man daraus, und das ist aus meiner Sicht eben eine der ganz wichtigen Nebenziele dieses Programms, eben ja, auch einen Schulungsbedarf zu erzeugen. Also ich hatte ja erwähnt, dass viele der Programmierer gedanklich noch Ende der 90er Jahre stehen geblieben sind und auch heute noch so programmieren würden. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kommt dann für ein Ergebnis bei raus? A, natürlich wahrscheinlich ein viel größeres Programm in dieser ganzen Geschichte, also viel länger, viel aufwendiger und eine längere Laufzeit. Und kann man durch den Einsatz von modernen Sprachtechniken und Philosophien eben die Programme wartbarer machen, verwaltbarer machen und dann parallel sogar noch schneller und energieeffizienter machen. Und das ist eben eines der Ziele, die mitverfolgt werden sollen. Es geht also, wie gesagt, wirklich nicht um das Bashing untereinander, das Sprachen, sondern es geht um die offene Diskussion der Unterschiede und der Möglichkeiten. Ist natürlich immer schwierig, aber es haben sich schon einige Programmierer gefunden, die schon daran teilnehmen. Und generell sollte das so sein, dass die Funktionen unabhängig jeweils aufgerufen werden können.
Und hier steht jetzt nochmal, eigentlich in Mikrosekunden durch 1000 angegeben werden soll. Nun bieten einige Programmiersprachen leider nicht mal die Möglichkeit, in Mikrosekunden Messungen vorzunehmen, sondern da sind halt Millisekunden das Ende der Fahnenstange. Da ist es natürlich so, dass wenn ich im Mittel müsste ich mindestens 0,5 raufrechnen. Ich habe jetzt aber bewusst gesagt, sogar eine Millisekunde muss zur Zeitdifferenz addiert werden, wenn nur Millisekunden möglich sind. Einfach weil, wenn da 8 Millisekunden steht, dann ist das 8,01 bis 8,9. Die Differenz wird 8 Millisekunden sein. Und wenn jemand mit Mikrosekunden arbeitet, dann steht da eben wirklich 8,1, 8,3, 8,4, eben auch 8,9. Und insofern muss der Vergleichbarkeit halber, ja, das irgendwie ausgeglichen werden. Und wie gesagt, man könnte jetzt im Mittel natürlich 0,5 aufrechnen. Ich habe jetzt hier bewusst gesagt, eine Millisekunde dazu gerechnet werden. Aber wie gesagt, Hintergrund sind die Berliner Katasterdaten. Deswegen hier an dieser Stelle auch nochmal die Karte, die ist aus der Wikipedia. Steht unter der Wikipedia Commons Lizenz, ist von dem Autor Taps entsprechend mitgebracht worden. Das zeigt den Umriss der Stadt Berlin mit den Stadtbezirken. Wir haben 12 Stadtbezirke und haben, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt sind, ein paar 90 Stadtteile, die jeweils dazugehören. Man sieht hier die kleinen Grenzen drin. Und die Daten, die in dieser Datei stehen, umfassen eben auch die Stadtbezirke. Nun muss man wissen, dass es 2001 eine Gebietsreform gegeben hat in Berlin. Wir haben, nachdem es die Wiedervereinigung gegeben hatte, 1990-91, hat man erstmal gesagt, wir führen alle Stadtbezirke weiter, wie sie ursprünglich gewesen sind. Wir addieren Ost und West und jeder behält seine Stadtbezirke. Und damit hat es natürlich eine sehr feine Teilung gegeben. Es hat auch ein paar Stadtbezirke gegeben, die echt nicht viel Einwohner hatten. Und insofern hat man mit der Gebietsreform versucht, größere Einheiten zu formieren, die annähernd alle ein bisschen gleicher sind in ihrer Größenordnung, was die Einwohner betrifft. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine Verschiebung. Wir haben im Spandauer Bereich sehr viel Wasser und Wald. Wir haben hier im Köpenicker Bereich riesen Wald- und Wasserflächen, was natürlich zum Schiefgewicht führt. Und wir sehen auch, dass die Nordostecke natürlich deutlich kleiner ist. Dass hier also ganz viel Bereich fehlt in der Sache. Und dann haben wir alle die Datei, die ich zur Verfügung gestellt habe im Rahmen dieses Vergleichs, umfasst 384.360 Datensätze mit gültigen Adressen in Berlin. Ungefähr 33,2 Megabyte groß. Und in der ersten Aufgabe, im ersten Schritt, soll diese Datei mit der jeweiligen Programmiersprache sequenziell eingelesen werden. Und beim Einlesen in einen dynamischen Speicherbereich einsortiert werden. Hier steht auch nochmal, dass der Ansicht Zeichensatz, der da verwendet wurde, unter Windows ist es der 1252, basiert natürlich auf dem ISO 8859-1. Diese Strich-1-Geschichten sind immer wichtig, weil da spielt das Euro-Zeichen natürlich eine ganz große Rolle. Das verschiebt sich immer ab und zu mal. Also generell ist der 8859-Zeichensatz der westeuropäische, mit eben diesen verschiedenen Spezialausprägungen. So ist die Datei gespeichert und sie darf auch nicht verändert werden. Das heißt, jeder, der diese Datei einliest, muss sie so einlesen, wie sie kommt. Wie gesagt, es ist eine CSV-Datei. Eine Komma, also mit ursprünglich stand es ja für Komma separated. Variable Textlänge. Das heißt, jeder Satz hat eine unterschiedliche Länge. Die einzelnen Felder sind getrennt, allerdings nicht mit dem Komma, sondern wie üblich oder sich in den letzten Jahren als üblich herausgestellten Variante mit dem Semikolon. Und die Dezimalzahlen, die da drin enthalten sind, wir sehen das im hinteren Bereich, da ist der Breiten- oder der Längengrad und der Breitengrad, das ist genau verkehrt rumbeschrieben, nee, das ist richtig rumbeschrieben, Breitengrad und Längengrad, Latitude und Longitude sind Doppelwerte, die sind im Rahmen dieser Datei nach, ich sag mal, amerikanischem Vorbild gespeichert, also nicht mit dem Komma, sondern mit einem Punkt gespeichert. Also ohne Tausender-Trennzeichen und der Komma-Separator ist der Punkt und damit ist es eine internationale lesbare Datei, die da zur Verfügung gestellt wird. Und wie gesagt, diese Datei muss eingelesen werden.
in den jeweiligen Programmiersprachen sollte, soweit wie das möglich ist, ein doppelter Datentyp verwendet werden. Erinnert euch wieder an die Vorlesung, Gleitkommazahlen, da hatten wir über die IEEE 754 gesprochen, die Art und Weise der Gleitkommazahlenverarbeitung betrifft. Eine Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit ist eine 64-Bit. Gleitkommazahl, die da verwendet werden sollte. Und auch hier ist natürlich wieder wichtig, dass es Programmiersprachen wie unter anderem ja Python oder auch JavaScript gibt, die gar keine Datentypen kennen. Erinnert euch wieder an die Vorlesung zurück, 4, 5 Vorlesungen zurück. Da ging das um Typ, Sicherheit und die Typisierung innerhalb der Programmiersprache, dass wir streng typisierende Sprachen haben. Wir haben nicht so streng typisierende Sprachen. Und wir haben natürlich ganz wichtig die dynamischen Sprachen, die variablen Arten immer wieder umdefinieren für sich und umändern können, wo es gar keine Typen im klassischen Sinne gibt. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass man auch das erkennt, dass zum Beispiel das Einlesen so einer Datei mit Python sehr viel schneller gehen wird. Weil Python ja gar keine Dezimalzahlen da drin lesen wird, sondern wird ja das als Text erstmal übernehmen, als normale Variable. Aber dann später in der Berechnung, wenn das zu Gleitkommazahlen gemacht werden muss, natürlich in Probleme stößt und das entsprechend berücksichtigt werden muss. Also wie gesagt, wenn wir dieses Vergleichsprogramm am Ende auswerten, werden wir Differenzen in bestimmten Bereichen sehen und wir können uns auch die Ursachen angucken. Das ist aus der Sicht eben ganz wichtig, dass wir uns wirklich auch einfach mal die Ursachen für bestimmte Sachen mit angucken können. So, und deswegen im Hintergrund, wie gesagt, diese beiden Gleitkommazahlen. Im vorderen Bereich haben wir die Information, dass die Stadt aufgeführt wird. Generell sollte man die Stadt auch immer in allen Operationen verwenden. Auch das steht in diesem Ankündigungstext mit drin, dass eben im schlimmsten Fall auch mal Kölner oder Hamburger oder Münchner Daten ergänzt werden, einfach um zu sehen, wie verhält sich das Programm mit anderen Städten. Also die Stadt muss in allen Algorithmen berücksichtigt werden. Dann haben wir die Straße, die Straßennummer. Jeweils mit Ergänzungen, wir kennen das alle, Gatower Straße 139, hier unsere Büroadresse, da gibt es auch eine 139a mit dem Nebenaufgang und so ist es halt mit vielen Adressen, das ist der A, B, C, D als Ergänzung entsprechend gibt, so ist das auch in Berlin und ist generell in Deutschland so definiert, dass wir eben hier eine Ergänzung haben. Es geht aber wirklich nur um eine Ergänzung in diesem Sinne, also 10a, 10b, 10e. Nicht 10, Klammer, erster Stock oder sowas. Weil es geht nicht um Wohnadressen, es geht um die Hausadressen, die dahinter stecken. Und damit gibt es natürlich nur es sind Katasterdaten, keine personenbezogenen Adressen, wie man vielleicht vermuten könnte. Sondern es geht wirklich um die Katasterdaten. Für die Berechnung sollen zwei Felder ergänzt werden. Das ist die Distanz und der Winkel zu einem bestimmten Ziel, was in die Berechnung eingeflossen ist, damit man dann wieder Vergleiche machen kann. Wir machen das auch fix mit einem Datensatz. Jetzt könnte man auch später bei den Aufgaben, die kommen, überlegen, dass man das natürlich optimieren könnte in bestimmten Bereichen. Das geht jetzt aber nicht um Optimieren von Algorithmen. Es geht uns schon darum, gute Algorithmen zu finden, aber in den jeweiligen Möglichkeiten der Programmiersprache eine Vergleichbarkeit zu erzeugen. Deswegen auch hier zwingend diese beiden Felder, die jeweils dazukommen, Distanz und Winkel als Referenzgrößen für die Berechnung, die da irgendwo angegeben wird. Und wie gesagt, für die Vorverarbeitung werden alle Datensätze eingelesen. Wichtig bei dieser ganzen Sache ist, die sollen in einen dynamisch vergrößerbaren Speicherbereich eingelesen werden. In einigen Sprachen wird das als Dynamic Array, als dynamisches Feld oder dynamisches Array bezeichnet. In C++ ist es zum Beispiel ein Vektor, der diese Anforderungen erfüllt, die STL-Vektorklasse. Wenn auch die Implementierung dahinter anders aussehen kann, ist sie aber genauso definiert. Und Ziel ist eben bei diesem Beispiel auf der einen Seite natürlich zu erkennen, wie schnell kann man in der Programmiersprache die Daten aus einer Datei holen. Und das zweite ist, wie schnell kriegt man sie in so eine dynamische Speicherstruktur hinein. Dabei hat man mehrere Möglichkeiten. Das, was man aber nicht darf, ist einfach die Zahl voraussetzen. Man darf das Feld auch nicht größer machen, als man eigentlich erwartet. Das Feld darf nie semantisch größer sein, ich sage jetzt bewusst semantisch, größer sein als die Endzahl.
So, das, also nicht anfangen und sagen, okay, ich darf ja nicht so weit drüber gehen, deswegen gebe ich erstmal mit 300.000 und dann erhöhe ich um 100.000, dann bin ich bei 400.000 und dann schränke ich die Größe wieder auf 384.000 ein. Das Feld darf während des Einlesevorgangs nie größer sein als die Größe, die am Ende benötigt wird, es sei denn, es ist durch das Feld selber definiert. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Vektor in C++ nehme, dann wird ja die Kapazität des Vektors logarithmisch automatisch vergrößert. Also eine logarithmische Funktion steckt dahinter, die desto größer das Feld wird, das immer wieder ja erweitert und beim Erweitern dann ja umkopiert werden muss, desto größer werden die Sprünge. Aber das ist die Kapazität, nicht die Size, die dahinter steckt und die Kapazität, die durch den Algorithmus gesetzt wird, nicht durch mich. Also an der Stelle darf die Größe nicht vorausgesetzt werden. Natürlich kann ich aber die Datei zweimal lesen, einfach als Beispiel. Ich kann die Datei lesen, um zu gucken, wie viele Datensätze eigentlich kommen werden. Vielleicht ist das günstiger in der jeweiligen Programmiersprache und kann dann das Feld genau mit dieser Größe anfordern. Und kann sagen, ich mache einen dynamischen Speicherbereich, der genauso groß ist, wie Zeilen in dieser Datei enthalten sind. Also nicht 384.860, sondern einfach davon ausgehen, die Größe dieser Datei ist nicht bekannt. Und jetzt ist die Frage, wie schnell kann ich diese Datei einlesen? Das Ganze sollte auf einer normalen Hardware in ungefähr einer Sekunde passieren können. Danach werden Berechnungen durchgeführt und deswegen habe ich hier einfach mal ein bisschen ausgeholt in der Beschreibung. Jeder von euch, der da mitmachen möchte, kann diese Datei auch von mir kriegen und sich das Ganze angucken. Wir haben natürlich alle möglichen Größen, geodätische Berechnungen, die dahinter stecken. Wir haben geografische Breite und Längengrade, dann haben wir jeweils einen Anfangspunkt und einen Endpunkt einer Berechnung. Das ist auch ganz wichtig, das ist immer eine gerichtete Berechnung. Also natürlich ist die Entfernung von A nach B die gleiche Entfernung wie von B nach A. Aber wir sind uns natürlich einig, dass der Winkel, wie man von A nach B kommt, ein anderer ist als von B nach A. So, deswegen ist die Reihung wichtig. Es gibt also einen Start- und einen Endpunkt. Wir haben danach, das muss im Bogenmaß gerechnet werden, deswegen Phi A und Lambda A als geografische Länge des Anfangspunktes und die Breite des Anfangspunktes und Phi B und Lambda B für den entsprechenden Endpunkt. Wir haben Zeta, das ist eine Größe, die in der Berechnung zwischendurch entsteht, mit der wir dann die Distanz bestimmen können und den Winkel bestimmen können. Wir haben den mittleren Erdradius, der jetzt einfach mal mit 6.371.785 Meter angenommen wird. Das ist also eine vereinfachte Form, die nicht diese Abplattung der Erde betrachtet, sondern eine Ellipsoidform einfach nur annimmt, die gleichmäßig ist. Deswegen der mittlere Radius, der wichtig ist. Und wir haben Alpha und Beta als die Kurswinkel jeweils bei A. Also wie komme ich von A nach B und Beta, wie komme ich von B nach A. Und der eigentliche Kurswinkel, der natürlich diese Abplattung mit berücksichtigt. Und das mag immer nicht wirklich vorstellbar sein, wenn man jetzt zum Beispiel von, nehmen wir eine Stadt in den USA, mitten in den USA, was liegt da, Houston, Texas, wenn man von Houston nach Mumbai fliegen würde, also nach Indien fliegen würde, dann würde man eben nicht über den Pazifik fliegen. Man würde wahrscheinlich auch nicht auf direkter Strecke über Europa fliegen, sondern man würde über den Nordpol fliegen. Das hat eben was mit dieser Abflachung der Erde zu tun. Und damit ist der Kurswinkel natürlich ein völlig anderer, weil wir nicht einfach nur auf der Karte trigonometrisch rechnen können und sagen können, das liegt so, trigonometrische Funktion, sondern wir müssen diese Abflachung, diese Rundung der Erde mit berücksichtigen. Und damit spielt der Kurswinkel eine ganz große Rolle. Und den kann man sich auf nautischen Büchern holen, wie so geodätische Berechnungen, die dahinter stecken. Ich habe die einfach mal hier alle mit aufgenommen und habe gesagt, okay, wir haben halt die verschiedenen Kurswinkel, wir müssen die in Bogenmaß umrechnen. Das ist durch 180 mal Pi. Wir müssen die später auch wieder in normale Gradzahlen umrechnen, die Angaben. Und wir können hier, und man sieht das, die Distanz aus diesem Zeta-Wert mal den mittleren Erdradius bestimmen. Und die Winkel sind ein bisschen komplizierter. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen. Der
Arcus Cosinus ist nur zwischen minus 1 und 1 definiert, wenn wir, das kommt eben wirklich vor bei der großen Menge von Datensätzen, die wir hier verarbeiten, dass wir eben in Rundungsdifferenzen auch mal eine minus 1,000003 oder sowas kriegen, dann ist der nicht mehr definiert. Das heißt, wir müssen in der Berechnung auch abfangen, dass es da Fehler geben kann. Aber das ist ja wieder gewollt. Wir wollen nicht die Stabilität, sondern wir wollen vergleichen, wie verschiedene Programmiersprachen damit umgehen. Und wie Programmierer, welche Möglichkeiten Programmierer haben, mit solchen Problemen umzugehen. Das ist natürlich auch ganz toll wichtig. Wie kann ein einzelner Programmierer überhaupt auf sowas reagieren? Also wie gesagt, die Formeln sind hier eindeutig beschrieben. Hier auch nochmal die Aufteilung. Der Kurswinkel wird immer zum Nord- bzw. zum Magnetpol, also zum abgeflachten Pol, gerechnet. Also auf der Südhalbkugel Richtung Süden, auf der Nordhalbkugel Richtung Norden. Auch immer als Winkel zur Mittelachse, also es gibt eigentlich nur Werte zwischen 0 und 90, die dabei rauskommen, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Und insofern müssen wir eben bei dieser Berechnung auch noch berücksichtigen, denn gehen wir punktmäßig von links nach rechts auf der Karte, also von West nach Ost, in östliche Richtung oder bewegen wir uns in westliche Richtung und befinden wir uns auf der Nordhalbkugel oder auf der Südhalbkugel. Insofern muss dieser Winkel dann jeweils anders berechnet werden. Das ist diese Tabelle, die dazu kommt. Und wie gesagt, hier auch nochmal der Hinweis mit dem Arcosinus und dem Wertebereich, dass der entsprechend berücksichtigt werden muss. Und das sind die Berechnungen. Das heißt, wir berechnen jetzt einfach mal die Position der Adresse zum Fernsehturm. Ich weiß nicht, steht das hier drüber, Berechnung der Entfernung zum jeweiligen Haus. Und die Idee, die dahinter steckt, ist eben wirklich, dass hier die Adressen des Fernsehturms in Berlin angegeben wird. Die beiden, ja, steht es. Um diese Funktion zu testen, berechnen wir jetzt den Abstand jeder Position. Also wir haben 384.860 Positionen aus dieser Datei eingelesen. Und wir bestimmen jetzt tatsächlich die Entfernung zum Berliner Fernsehturm. Die Koordinaten sind hier fest vorgegeben. Und den Kurswinkel. Beim Kurswinkel vom Fernsehturm zur jeweiligen Position. Also nicht von der Adresse zum Fernsehturm, sondern gedanklich stehen wir am Fernsehturm und wollen jeweils zu diesen 384.860 Adressen gehen. Wie gesagt, das ist ja ein entgegengesetzter Winkel. Auch hier kann man natürlich verschiedene andere Verfahren testen. Ein Programmierer von uns hat das zum Beispiel auch mit einfachen trigonometrischen Funktionen umgesetzt, die aufgrund der kurzen Distanz, über die wir hier reden, also Berlin hat irgendwie eine Ausdehnung von 35 mal 45 Kilometern, ist der Fehler durch die Erdkrümmung relativ gering. Es gibt natürlich auch genauere Funktionen, die diesen zunehmenden Abflachungsgrad mit berücksichtigen. Also das nicht als gleichmäßiges Ellipsoid C verstehen, sondern als wirklich in der abgeflachten Form. Dann sind die Funktionen aber komplizierter. Es geht hier nicht um die genaue Bestimmung, es geht hier wirklich darum, eine Vergleichbarkeit zu haben. Und Vergleichbarkeit heißt, es muss dann natürlich für alle gleich sein. Deswegen hier an dieser Stelle die ganz klare Programmvorgabe. Das ist eine Programmvorgabe, die besagt, so haben die Berechnungen zu erfolgen. Und danach werden diese Daten einfach sortiert. Das hätte auch vorneweg passieren können, in welcher Reihenfolge nun sortiert wird, ist erstmal egal. Die Sortierung, und das ist wieder Vorsicht, beachtet das, das haben einige überlesen im Vorfeld, die Sortierung hat nach DIN 5007 zu erfolgen. Wir in Deutschland haben ja für alles DIN-Normen. Wenn Sie jetzt glauben, Ihre Programmiersprache, die stelle ich auf Deutsch ein und dann haben Sie Umlaute zur Verfügung, dann werden viele eine böse Überraschung erleben, weil Sie, wenn Sie dann sortieren, die Umlaute quasi hinter das Z legen, jeweils. Tatsächlich ist es aber so, dass nach deutscher Sortierregel, nach der DIN 5007, Umlaute vor der Sortierung erweitert werden müssen. Das heißt, ein R wird zu einem AE, ein Ö wird zu einem OE, ein Ü wird zu einem UE und das SZ hängt auch nicht hinten dran, sondern wird gedanklich zum SS erweitert, zum doppelten scharfen S erweitert. Und
so wird sortiert und so muss auch entsprechend sortiert werden. Es muss auch per Vorgabe unterschieden werden zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. Also wenn Programmiersprachen jetzt nur case-insensitiv sortieren, also nicht unterscheiden zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und dadurch Vorteile versuchen zu ergattern, ist das auch ungültig. Es muss unterschieden werden zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und es muss sortiert werden nach dieser DIN-Norm. Das gilt sowohl für die Straßennamen als auch für Stadtbezirke, Distrikt und so weiter. In Straßenergänzungen gibt es keine Umlaute. Das hat man vermieden. Wir haben also bei Straßenergänzungen tatsächlich nur das gültige Alphabet von A bis Z. Aber für alle anderen Informationen, wenn hier steht alphanumerisch aufsteigend sortiert, dann gilt die DIN-Norm. Das muss im Sortieralgorithmus entsprechend berücksichtigt werden. Auch die Postleitzahl, die ja nur Zahlen enthält, wird von uns alphanumerisch sortiert. Aber hier müssen wir natürlich nicht auf die DIN-Norm achten. Postleitzahlen sind alle normiert. Das Problem entsteht natürlich alphanumerisch zu numerisch, wenn wir die Straßenergänzung haben. Hier jetzt steht, die Hausnummer ist numerisch, die Ergänzung alphanumerisch aufsteigend sortiert. Das heißt, wir wollen natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haben. Wenn wir diese Nummer alphanumerisch sortieren würden, dann würde aber die 1 kommen, die 10 kommen, die 11 bis zu 19. Dann würde vielleicht die 100 auch noch irgendwo mit Reihenfuhrwerken im vorderen Bereich. Das heißt, wir hätten nicht die Reihenfolge, die wir uns wirklich verstehen. Das heißt, die Hausnummer hat numerisch sortiert zu werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und so weiter. Und ganz irgendwann kommt mal die 100. Und die Straßenergänzung, die hinten dran hängt, die hat dann natürlich alphanumerisch sortiert zu werden. Also A, B, C, D, E, F, G, H, I, J und so weiter. Hier gilt, dass Groß- und Kleinbuchstaben nicht unterschieden werden. Das ist die einzige Ausnahme, wo wir case-sensitiv an die Sache rangehen. Case-insensitiv, so rum, völlig durcheinander. Case-insensitiv an die Sache rangehen. Das heißt, wenn da ein kleines A und ein großes A stehen sollte, dann sollen sie gleich sortiert werden. Die Nummer numerisch, die Ergänzung alphanumerisch, die Namen selber nach DIN 5007. Vorsicht, wir haben in Berlin auch einige französische Straßen mit im Straßenbild. Berlin war eine geteilte Stadt und nicht nur geteilt, sondern eine besetzte Stadt. Wir haben die vier Stadtbereiche gehabt, die einerseits die sowjetische Besatzungszone in Ostberlin und die Westberlin, die drei Bereiche der französischen, britischen und amerikanisch verwalteten Besatzungszone. Und natürlich haben wir Namen, die an diese Zeit erinnern. Das heißt, wir haben gerade im nördlichen, also im westlichen Norden Berlins, auch Stadtteile mit französischen Namen und damit auch französischen Buchstaben. Das heißt, wir müssen nicht nur auf die Umlaute achten, sondern wir müssen auch auf Buchstaben mit eventuellen Akzenten achten, die dann entsprechend der DIN-Norm als jeweiliger Buchstabe zählen. Das ist auch wieder ganz wichtig. Also wie gesagt, das muss in die Sortierung berücksichtigt werden. Macht das die Sprache nicht von alleine? Gibt es nicht eine Sprachkultur? Also C++ macht es zum Beispiel nicht von alleine. Dann muss dieser Algorithmus tatsächlich von euch per Hand programmiert werden. Da müsst ihr euch Gedanken machen. Das ist einer der Knackpunkte an diesem Programm. So, und nach dieser Sortierung soll die Datei geschrieben werden. Wir schreiben jetzt eine sequentielle Datei. Die Formate sind zwingend einzuhalten. Die sind ganz doll wichtig hierbei, weil wir am Ende eine Vergleichbarkeit haben wollen. Das heißt, wir wollen am Ende hingehen und wollen einfach über ein Tool wie Cardiff oder ja, der Total Commander, der das ja auf ganzen Verzeichnisebenen kann, sagen, vergleich diese Dateien einfach mal per Inhalt miteinander und guck, wo sind die Unterschiede. Und das Einzige, was zulässig ist, sind Unterschiede in Rundungsdifferenzen bei den Berechnungen. Wir haben eine sehr komplexe Berechnung im Mittelpunkt stehen, dieser ganzen Betrachtung, wo es natürlich in der dritten Nachkommastelle tatsächlich zu Rundungsdifferenzen kommen kann, die wir jetzt auch nicht weiter analysieren wollen. Welche Sprache dann nun mehr oder falsch liegt, wir geben auf drei Nachkommastellen aus, das sehen wir hier bei der Distanz, und in der dritten Nachkommastelle darf das zu Rundungsdifferenzen kommen.
Genauso wie der Winkel mit 3 Nachkommastellen ausgegeben wird. Und auch bei dem Winkel darf es in der dritten Stelle zu Rundungsdifferenzen kommen. Alle anderen Änderungen in der Reihenfolge, in der Berechnung gelten als unzulässig. Das heißt, ihr müsst wirklich, bevor ihr diese Datei schreibt, eine Sortierung durchführen und müsst diese Sätze denn in der entsprechenden Reihenfolge schreiben. Und ihr gebt auch zusätzlich hier mit dieser Form die Entfernung und die berechneten Kurswinkel mit an, der mit ausgegeben wird. Hier auch bewusst mit reingeschrieben, wo ist ein Ist gleich, welche Leerzeichen werden ausgegeben. Die Stadt und der Stadtbezirk werden miteinander verbunden mit einem Minuszeichen dazwischen, dahinter mit einem Komma und der gesamte Ausdruck, also die Stadt plus der Stadtbezirk, soll auf 75 breit normiert sein in der Ausgabe. Dann kommt die Straße mit dem Leerzeichen dazwischen und der Hausnummer, die ja die Ergänzung enthalten kann. Das Ganze soll auch wieder links ausgerichtet sein und das Ganze soll zusammen auf 65 Stellen ausgegeben werden. Wir wollen also auch wieder eine Datei mit gleicher Länge haben, die vergleichbar ist. Das ist, wie gesagt, Vergleichbarkeit, das ist ein Vergleichsprogramm, ist hier sehr wichtig. Ich habe hier einfach mal einen Auszug gemacht von dieser Datei, die dabei rausgekommen ist mit Berlin-Wilhelmstadt. Das ist die Gatower Straße, das ist hier die Gegend um unser Büro herum, mit den entsprechenden Entfernungen zum Fernsehturm und dem Winkel vom Fernsehturm hierher. Und wie gesagt, wir sind deutlich westlich. Der Kurswinkel beginnt mit 0 Grad im Norden, dreht sich nach Osten, 90 Grad ist östlich, 180 Grad ist südlich, 270 Grad ist westlich. Und wenn wir bei 360 Grad angekommen sind, dann hat sich der Kurswinkel wieder geschlossen, dann sind wir wieder bei Nordrichtung angekommen. Und wenn man sich die Karte vorstellt, den Fernsehturm von Berlin, gucken wir hier nochmal zur Karte, dann sehen wir, der Fernsehturm ist irgendwo hier in Mitte gelagert, hier in diesem Bereich, und Spandau, unser Büro, ist genau in westliche Richtung, das heißt 270 Grad plus minus, wenn wir ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter sind, muss das Ergebnis sein. Und wir sehen hier den Kurswinkel, der rausgekommen ist, 264 Grad. Also das ist schon 270 plus minus, hatte ich gesagt. Das hängt natürlich davon ab, wo der Fernsehturm nun wirklich genau in Mitte liegt und wie wir uns hier sortieren. Wir liegen ja ein bisschen unter der Altstadt von Spandau, also tiefer. Wenn der Fernsehturm ein bisschen höher ist und wir ein bisschen tiefer, dann haben wir ganz schnell diese Abweichung von 6 Grad. Das ist das Ergebnis, das den ersten Aufgabenblock abschließt. Wir lesen eine sequentielle Datei ein mit variabler Länge, mit Semikolon getrennt, geschrieben im ANSI-Zeichensatz, dem ISO-Zeichensatz 359-1, und verarbeiten diese Datei, dass wir sie in unsere Grundstruktur einlesen, in einen dynamischen Speicherbereich. Das ist ganz toll wichtig. Wie geht die jeweilige Programmiersprache, das Paradigma, wie geht ihr als Programmierer im Algorithmus mit solchem Speicher um? Verarbeitet das da drin, dann erfolgt auf dieser Datenstruktur die Berechnung. Wie schnell kriegt man das durchgerechnet? Das geht relativ schnell mit modernen Rechnern, hängt natürlich stark von dem jeweiligen Rechner ab, aber wir haben so schnell oder so doll beschleunigen kriegt man das nicht, dass da großartig Unterschiede entstehen. Danach wird sortiert entsprechend der DIN-Norm. Ganz doll wichtig, Umlaute beachten, französische Sonderbuchstaben beachten, das SZ beachten in dieser ganzen Geschichte, die Klippe der Hausnummer, die eine Ergänzung erhalten soll, die Hausnummer aber numerisch auf jeden Fall korrekt sortiert werden muss. Das heißt, da muss beim Einlesen geteilt werden, die Hausnummer, in den numerischen Teil und den Ergänzungsteil, der alphanumerisch sortiert wird. Wie kann die jeweilige Programmiersprache, wie könnt ihr damit umgehen, wie schnell könnt ihr das Ganze machen? Und dann soll diese Datei mit einer festen Satzlänge geschrieben werden, wie das entsprechend angegeben wird, damit wir in der Lage sind zu vergleichen,
über ein Vergleichsprogramm, wie gesagt, da gibt es Gott sei Dank genügend Programme, die uns da zur Verfügung stehen, über so ein Vergleichsprogramm zu sagen, kommt dasselbe Ergebnis raus wie das, was wir erwarten. Testen ist immer ganz toll wichtig beim Programmieren. Wir hatten das mehrfach in vielen Situationen erwähnt. Und auch hier ist es natürlich wichtig zu sehen, wie kann man das Ganze testen. Danach legen wir eine Verzeichnisstruktur an. Das heißt, jetzt geht es in dieser, die erste Stage ist abgeschlossen, der erste Bereich. In der zweiten Stage geht es einfach darum zu gucken, wie in der jeweiligen Programmiersprache, in dem Paradigma dieser Programmiersprache mit Verzeichnisstrukturen gearbeitet werden kann. Der Hintergrund, warum ich das mit aufgenommen habe, ist relativ kurz erklärt. Auf den Empagadero-Seiten wird Werbung gemacht für eine Seite Learning C++, die aber eher Delphi-Code vermittelt in vielen Bereichen als C++-Code, auch immer wieder den Vergleich zu den jeweiligen Sprachen sucht und damit C++ natürlich an Delphi anbindet. Und da waren Verzeichnisstrukturen für C++-Programmierer erklärt mit Hilfe der Delphi-Funktion, wo ich gesagt habe, boah, C++ hat eine der modernsten Bibliotheken zurzeit. Seit C++11 in der fliegenden Fall in der Weiterentwicklung, also C++11, 14, 17, 20, haben uns ganz viele Möglichkeiten dazugebracht. Und die werden aber nicht vorgestellt, sondern stattdessen erklärt man das an einen mit Funktionen einer anderen Programmiersprache und will das C++-Programmierern schmackhaft machen. Deswegen hier ganz bewusst auch mal eingebaut, wie können wir in den jeweiligen Programmiersprachen mit Verzeichnisstrukturen umgehen. Wie gesagt, nutzt das, was ihr kennt für diese Sachen. Guckt, was kommt dabei raus. Wie können wir das machen? Und insofern geht es jetzt einfach im ersten Schritt darum, dass eine Verzeichnisstruktur erzeugt wird. Dazu wird, man sieht es hier oben in so einem Baum, die Stadt als oberstes Verzeichnis angelegt oder unterstes, wie immer ihr das von der Reihenfolge seht, aber es wird ein Unterverzeichnis für die jeweiligen Städte angelegt. Auch hier gilt, in dieser Datei könnten auch mehrere Städte stehen. Also muss auch diese Verzeichnisebene in der Lage sein, beim Programmieren zu sagen, ich lese die Stadt als Information wirklich mit aus, ich verarbeite sie und das ist meine oberste Ebene der ganzen Sache. Dann folgt der Stadtbezirk. Hier Charlottenburg-Wilmersdorf, weil alphabetisch sortiert das natürlich vorne liegt. Gefolgt von Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg und so weiter. Und wir sehen, das ist die zweite Ebene. In der dritten Ebene befinden sich die Stadtteile. Das heißt, wenn wir in dieses Verzeichnis gucken, dann haben wir danach die Stadtteile und in den Stadtteilen, ich bin hier einfach mal in den Stadtbezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, in den eigentlichen Stadtteil Charlottenburg gegangen, dann sehen wir, dass hier die Straßen sind, jeweils als CSV-Datei. Also wieder mit Komma getrennte Dateien, die jetzt quasi separat abgespeichert werden. Und wenn wir diese Struktur anlegen, entsprechend dieser Vorgaben, ich weiß gar nicht, ob das hier steht, hier sieht man das, entstehen 100 neue Ordner, die in diesem Programmablauf angelegt werden müssen. Das heißt, wenn dieses passiert, muss das Programm 109 Ordner erzeugen. Wenn ihr jetzt nur auf 108 Ordner kommt, das ist vielen so gegangen, dann liegt das natürlich daran, dass auch Berlin selber ja schon ein Ordner ist. Der ist ja nicht da, die Stadt. Also wir fangen bei Berlin an zu zählen, dann kommen die Ordner der Stadtbezirke, dann kommen die Ordner der Stadtteile dazu, der Ebenen. Insofern kommt man auf 109 Ordner. Und in diesen 109 Ordner sollten eigentlich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 1853 Dateien angelegt werden. Also wie schnell ist euer Algorithmus mit eurer Programmiersprache, mit dem Paradigma, was ihr gewählt habt, in der Lage, diesen dynamischen Speicher, den wir ja haben, in so eine Verzeichnisstruktur zu schreiben. In 109 Ordner und 1853 Dateien. Und jetzt müssen wir natürlich, weil diese Ordnerstruktur enthält ja schon Informationen, in dieser Datei nicht mehr alles abspeichern. Wir speichern also die Datei nicht im selben Format ab wie die ursprünglichen Dateien, die wir hatten, sondern wir haben die Stadt schon, das ist der oberste Ordner, wir haben den Stadtbezirk schon, die Urban Unit, und wir haben den Distrikt, den Stadtteil schon. Das heißt, diese drei Informationen müssen in der Datei nicht mehr gespeichert werden.
Zusätzlich speichern wir aber den Kurswinkel, also die Distanz zum Fernsehturm, die wir ja vorneweg berechnet haben, und den Kurswinkel mit ab. Das heißt, wir speichern jetzt nicht zwei Gleitkommazahlen, wir speichern vier Gleitkommazahlen in die Datei. Und auch hier gilt wieder mit Semikolon getrennt, das ist soll eine maschinenlesbare Datei sein. Im Gegensatz zu dieser Datei, wo wir hier ja noch den Tausenderpunkt und das Komma drin sehen, die also nach deutschem Gebot sortiert ist und auch formatiert ist, also wo wirklich mit Dezimalpunkt und Dezimalkomma, also Tausenderpunkt und Dezimalkomma gearbeitet wird, soll diese Datei wieder eine maschinenlesbare internationale Datei werden. Das heißt, hier wird die Dezimalzahl mit dem Dezimalpunkt, mit dem internationalen Dezimaltrennzeichen geschrieben und wir verzichten auch auf Tausenderpunktdarstellung. Also hier ganz wichtig, wenn diese Datei geschrieben wird, im Gegensatz zu vorherigen Dateien, wird wie die ursprüngliche Datei war, ohne Tausenderpunkt und Dezimaltrennzeichen ist eben der Punkt und nicht das Komma geschrieben. Und wir müssen jetzt natürlich nur die Hausnummer, die Postleitzahl, die Old Unit, Latitude, Longitude, Distance und Angel, den Engel, den, nicht Angel, Engel speichern. Diese Datei muss auch sortiert werden. Ich habe das Ganze hier nochmal gezeigt. Wir sehen hier die Hausnummer, gefolgt von der Postleitzahl, der Old Unit, dem alten ursprünglichen Stadtbezirk, der Längen- und Breitenangabe plus der Distanz und dem Kurswinkel, der da ist. Die Angaben der Winkel müssen möglichst genau sein mit 9 Nachkommastellen. Hier sind das jeweils 3 Nachkommastellen, mit denen ausgegeben wird. Das ist in der Datei aber auch eindeutig beschrieben. Habe ich es hier gar nicht mal beschrieben. Also wichtig hier, wie gesagt, 9 Nachkommastellen. Das ist die Zahl, mit der das ursprünglich auch eingelesen wurde in der Ursprungsdatei. Hier sehen wir, dass das jeweils 3 Nachkommastellen sind. Das heißt, ich muss das hier auch noch ergänzen in dieser Tabelle. Und wir sehen auch hier bei der Sortierung, dass die Zahlen 93, 94 und die 100 wirklich Alpha, also numerisch sortiert sind, die Hausnummern. Und wir erkennen hier die Ergänzung AB, die dann alphanumerisch sortiert ist. Also auch hier gilt natürlich beim Sortieren, dass diese Datei sortiert werden muss nach Hausnummer. Und die Hausnummer numerisch sortiert und die Ergänzung, die eventuell dabei ist, alphanumerisch sortiert. Dass also diese Reihenfolge wirklich rauskommt, weil sonst haben wir keine Vergleichbarkeit der Datei. Und Achtung, auch hier eine Besonderheit, das kann nicht nur in Berlin vorkommen, aber in Berlin kommt es auf jeden Fall vor. Das gibt Adressen, die mit derselben Position, mit derselben Adresse zwei Postleitzahlenbereichen zugeordnet sind. Ich habe das hier einfach mal im Beispiel der Martha-Straße mit rausgezogen in Pankow. Da gibt es wirklich einen Bereich der Straße, der nicht eindeutig einer Postleitzahl zugeordnet ist, sondern zwei Bereichen zugeordnet ist. Das heißt, es gibt zwei Datensätze zur Martha-Straße 10, 11, 12, 13 und 14 in dieser Datei. Einmal mit der Postleitzahl 13156 und einmal mit der Postleitzahl 13158. Und hier gilt, dass die dann beide auch mit geschrieben werden müssen. Und wir haben hier ja die Postleitzahl mit im Bereich und dann soll die Postleitzahl auch aufsteigend sortiert sein. Also das Ziel ist, dass am Ende identische Dateien entstehen. Ich kann das hier einfach mal zeigen. Gehen wir mal auf den Bildschirm. Ich gehe hier auf den Total Commander. Ich habe jetzt hier zwei Programmierbeispiele, einmal in Delphi und einmal mit Visual C++ programmiert. Wir sehen den Ordner Berlin, der hier drin schlummert, mit den Stadtbezirken und hier mit den Stadtteilen. Und ich gehe mal bewusst auf Wilhelmstadt. Das ist der Stadtteil, in dem sich unsere Büros befinden. Und da haben wir die Gartower Straße. Jetzt habe ich es in Excel geöffnet, das wollte ich gar nicht. Ups, kann ich hier auch sagen, öffnen mit? Nee. Wo jetzt die Daten entsprechend enthalten sind. Und ich habe jetzt natürlich die Möglichkeit und kann die Ordner miteinander vergleichen. Und kann jetzt sagen, ich gehe wieder zurück,
bin auf einer Ebene und kann jetzt mit dem Total Commander hingehen und sagen, synchronisieren, vergleiche diese beiden Verzeichnisse, ignoriere die Datumsangaben. Diese Läufe sind ja zu unterschiedlichen Zeiten gewesen. Das Datum interessiert mich nicht, sondern mache einen Vergleich über den Inhalt. Und wenn ich jetzt auf Compare gehe, dann dauert das eine Weile und ihr seht schon, wie viel schwarz geworden ist. Hier unten sieht man, dass er, welche Dateien er noch verarbeitet. Er vergleicht jetzt also wirklich Datei für Datei. Wir sehen schon, dass die beiden oberen Dateien rot angezeigt sind. Hier gibt es diese besagten Rundungsdifferenzen, aber es darf eben nur Rundungsdifferenzen geben. Und hier im Hintergrund läuft dieser Vergleich ab. Und es kommen noch zwei oder drei Dateien dazu, auch mit Rundungsdifferenzen. Aber ansonsten müssen die Dateien völlig identisch sein. Das sollte beim Programmieren möglich sein, wenn man eine klare Vorgabe hat, dass man auch ein klares Ergebnis erzeugt. Und dieses Ergebnis dann auch zu 100% vergleichbar ist. Wie gesagt, ausgenommen Rundungsdifferenzen. Um die wollen wir uns hier nicht kümmern, wollen wir auch nicht bewerten, wer genauer rechnet an dieser Stelle. Es darf natürlich nicht zu sehr abweichen, weil die Maßgabe war eindeutig IEEE 754. Wir rechnen mit Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit. Man sieht auch, dass er am Anfang relativ schnell war und zum Ende braucht er doch relativ lange. Und wenn wir jetzt hier einfach auf Compare Left and Right gehen, dann sehen wir, dass hier tatsächlich, ach so, das ist eine Änderung, die auch noch dazu kommt. Das ist jetzt die Datei, wo mit der Entfernung sortiert wurde. Und hier sind wirklich drei Häuser, die nach dem Sortierkriterium völlig identisch dieselbe Position haben. Also die Entfernung ist gleich und der Winkel ist gleich, weil es folgt noch eine Ausgabe am Ende, wo über diese Kriterien sortiert werden soll. Gucken wir uns die andere Datei an. Das ist die, die schon geschrieben wurde. Und wir sehen jetzt, dass hier tatsächlich die Abweichung in der Rundung liegt. 291 zu 292. Also in der dritten Nachkommastelle kann das zu Rundungsdifferenzen kommen. Und auch hier haben wir wieder eine Abweichung von 25 auf 26, also auch in der dritten Nachkommastelle. Und ich glaube, das ist schon, hier ist nochmal wieder, nee, das ist die Differenz, die wir eben schon hatten. Nächste Differenz, zwei Abweichungen sind zwischen Delphi, Empagadero, Entwicklungsumgebung und dem Visual C++ von Microsoft an dieser Stelle da, was das Ergebnis betrifft. Und das muss das Ziel sein. Also wie gesagt, das ist das, was wir hier eigentlich erreichen wollen. Und auch auf der Verzeichnisebene erreichen müssen. Deswegen ist es ganz toll wichtig, dass hier auch die Straßen entsprechend der Hausnummer durchsortiert werden und entsprechend ausgegeben werden. Also Vorsicht, hier ist in Berlin und generell ist es eben möglich tatsächlich, dass wenn es keine eindeutige Zuordnung gibt, dass eben eine Straße mit zwei Postleitzahlen da ist. Und wenn sie mit zwei Postleitzahlen da ist, dann ist sie auch zweimal im jeweiligen Kataster enthalten. Dieser Punkt Löschen der Verzeichnisstruktur, man glaubt das nicht, aber so eine große Menge von Ordnern und Dateien zu löschen, ist auch nicht mal so nebenher getan. Auch hier tun sich die Programmiersprachen sehr oder können sich Programmiersprachen relativ schwer tun und unterscheiden. Deswegen ist auch das ein Punkt, der mit in das Vergleichsprogramm eingerechnet wird, wirklich mal zu bestimmen, wie schnell ist das jeweilige Programm wieder mit der Programmiersprache und dem Paradigma in der Lage, solche Speicherstruktur wieder zu löschen. Jetzt steht hier extra mit drin, ich habe erstmal das Erstellen erklärt. Das Löschen muss gedanklich natürlich vorne weglaufen. Also wenn ich dieses Programm jetzt mehrfach laufen lasse, dann muss ich das Löschen machen, bevor ich eine neue Verzeichnisstruktur erstellen kann. Ich wollte nur nicht in der Beschreibung das Löschen vorne wegnehmen und sagen, irgendwann entstehen da mal Ordner, die erkläre ich später, die müsst ihr wieder löschen, sondern ich habe bewusst am Anfang gesagt, wir beschreiben erstmal diese Aufgabe. Erstellen des Verzeichnisbaums. Jetzt löschen dieses Verzeichnisbaums. Gedanklich muss das natürlich vor dem Erstellen passieren, sonst könnt ihr oder habt ihr keinen Lernbereich, in dem das Ganze passiert. Dann wieder ein ganz wichtiger Punkt: Der Speicher muss freigegeben werden. Nun gibt es natürlich Programmiersprachen, die mit sogenannten Garbage-Kollektoren arbeiten oder mit Referenz-Accounting im Speicher arbeiten und damit unkontrollierte Speichervorgänge erzeugen. Der Garbage-Kollektor der virtuellen Maschine, der kann tatsächlich zu kapitalen Nebenwirkungen führen.
Weil irgendwann muss er den Speicher aufräumen und das passiert vom Programmierer unkontrolliert oft. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das mit einrechnen. Das heißt, wir wollen ja auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das heißt, entwickelt ihr auf einer virtuellen Maschine, dann solltet ihr nach oder mit diesem Löschen den Speicher, den Garbage Collector auch zwingen, den Speicher freizugeben. Und dann gehört die Freigabe dieses Speichers mit in den Arbeitsablauf. Und da wollen wir auch gar nicht diskutieren. Also es macht keinen Sinn. Der Programmierer ist derjenige, der mit dem Speicher verantwortungsvoll umzugehen hat und nicht die Programmiersprache hat, das entsprechend abzunehmen. Referenz-Accounting und Garbage-Collection ist in Steuerungsprogrammen tödlich. Und wir wollen eine Vergleichbarkeit haben und wollen keine Augenwischerei machen. Deswegen muss an dieser Stelle, wenn ihr eine Sprache verwendet mit dem Garbage-Collector, mit einem Garbage Collector auch wirklich sichergestellt werden, dass der Speicher aufgeräumt wird und diese Zeit ist mit in den Arbeitsschritt reinzurechnen. Habt ihr eine Programmiersprache, die hart mit Arbeitsspeicher agiert, C, C++ und viele anderen Sprachen, dann habt ihr das Freigeben des Speichers, was entsprechend gemessen werden soll. Und auch hier wieder, das ist keine vernachlässigbare Größe, Speicher freizugeben. Das dauert länger, als wir manchmal denken. Und muss eben mit berücksichtigt werden. Besteht diese Möglichkeit nicht, dann geht die Programmiersprache in dem Bereich sofort auf also unter Kontrolle. Das heißt, muss anders gewertet werden, weil auch die nachfolgenden Operationen davon natürlich betroffen sein können. Wenn man vielleicht Speicher reused, unkontrolliert reused oder auch was anderes damit macht. Also eine Sprache, die rein mit Referenz-Accounting arbeitet, muss dann auch ein bisschen anders bewertet werden. Aber wie gesagt, das können wir im Rahmen des Vergleichs dann immer machen und auch gegeneinander halten, um wirklich zu sehen, was passiert ist. Die Freigabe des Speichers soll jedenfalls mit berücksichtigt werden, mitgezählt werden als eigentlichen Schritt und muss entsprechend berücksichtigt werden. Jetzt geht es im nächsten Schritt darum, diese Daten wieder einzulesen. Jetzt nicht mehr sequenziell aus einer Datei, das war die einfache Übung, sondern jetzt kommt die Kür. Wir lesen diese Daten aus der Verzeichnisstruktur wieder ein. Deswegen war es ja so wichtig, dass wir vorneweg den Speicher auch aufgeräumt haben, dass wir wieder mit dem leeren Speicher stehen. Und jetzt lesen wir diese 1000 und wie viele Dateien das auch immer waren. Die Zahl schon wieder vergessen. Schreiben der Verzeichnisstruktur 1853 Dateien, 10.853 Dateien in den 109 Ordnern werden jetzt eingelesen. Und entsprechend verarbeitet. Jetzt ist natürlich wichtig, dass beim Einlesen diese drei Ebenen City, also Stadtbezirk und Stadtteil sind ja jeweils in Verzeichnisnamen geschlüsselt. Die Straße selber ist in den Dateinamen geschlüsselt. Sind also jeweils nicht gespeichert. Das heißt, diese Informationen müssen natürlich auch rückgewonnen werden. Das heißt, wir müssen beim Lesen dieser Dateien auch immer gucken, aus welchem Verzeichnissen komme ich? Wie ist der Weg zu mir hin? Wie ist der Name meiner Datei? Damit ich da wieder eine Datei draus erzeugen, einen Straßennamen erzeugen kann und die restlichen Informationen, die jetzt in diesen Dateien stehen, müssen wieder sauber eingelesen werden. Es muss also wirklich ein bisschen was mit Speicher, mit File-Strukturen passiert. Das war für mich ganz toll wichtig. Ich wollte eine Vergleichbarkeit erzeugen. Wie verhalten sich verschiedene Programmiersprachen? Und Achtung, es geht wirklich um die Programmiersprachen. Also versucht nicht, das mit einer Spezialbibliothek zu lösen oder mit einem spezial einzelnen Funktionsaufruf, der dann im Hintergrund hochoptimiert, vielleicht sogar in Assembler oder C oder C++ geschrieben ist oder eben hochoptimiert mit einem Spezialcompiler, der euch als Kunde vielleicht gar nicht zur Verfügung steht, übersetzt wurde. Sondern versucht das mit den jeweiligen Mitteln, die euch jeweils zur Verfügung stehen. Wir wollen ja nicht die Bibliotheken vergleichen. Wir wollen die Programmierparadigmen und Programmiersprachen vergleichen, entsprechend umzusetzen. Also auch hier galt wieder, die Daten sind ja mit Semikolon getrennt und so werden sie dann auch eingelesen. Wie gesagt, der Name der ersten Ebene ist die Stadt, der Name der zweiten Ebene ist die ist der Stadtbezirk, die Urban Unit. Der Name der dritten Ebene ist der Distrikt, der Stadtteil. Und der Name der jeweiligen Datei, die wir darunter finden, ist der Straßenname. Alle anderen Sachen werden eingelesen. Damit haben wir die nächste Stage.
im Grunde genommen erreicht. Das heißt, wir haben die Dateien einmal in so einen Verzeichnisbaum entladen und wir haben die wieder wieder gelesen. Und die Frage ist, wie schnell ist man mit den jeweiligen Programmiersprachen und Paradigmen dazu in der Lage, das zu machen? Gibt es da eine Vergleichbarkeit? Gibt es Unterschiede? Ich kann euch sagen, an dieser Stelle, es gibt schon selbst innerhalb von C++ gravierende Unterschiede im Herangehen verschiedener Programmierer. Wir haben also wirklich auch innerhalb der Firma das an unsere Entwickler gegeben und haben gesagt, setzt das auch mal entsprechend um. Auch hier geht es natürlich um die Sichtbarkeitmachung von Unterschieden in den Paradigmen und das Herausarbeiten von Schulungsbedarf für bestimmte Sachen. Dass wir einfach mal gesagt haben, das ist ein Vergleich, macht das an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir an die nächste Ebene. Und zwar geht es um das sogenannte Partitionieren. Partitionieren ist ein Algorithmus, der in vielen Programmiersprachen zur Verfügung steht, in einigen nicht. Wo dieser dynamische Speicher, den wir ja jetzt wieder aufgebaut haben durch das Lesen aus den Verzeichnissen, dass dieser dynamische Speicher jetzt nach einem anderen Kriterium aufgeteilt wird. Das heißt, es wird ein Kriterium definiert. Wir suchen alle Adressen, die dichter sind als ein Kilometer. Am Fernsehturm, das hatten wir ja vorneweg berechnet, die Werte sind mitgeschrieben und auch wieder eingelesen worden. Und jetzt suchen wir alle Adressen, die dichter sind, die also im 1 Kilometer Umkreis liegen, die kleiner als 1000 Meter Entfernung haben. Also nicht kleiner gleich, kleiner als 1000 Meter Entfernung haben. Und sortieren diese in dem dynamischen Speicherbereich nach vorne. Das ist das Partitionieren. Gebe also eine Bedingung, kleiner 1000. Und alle, die dieser Bedingung entsprechen, sollen im dynamischen Speicherbereich nach vorne. Alle, die der Bedingung nicht entsprechen, gehen im dynamischen Speicher nach hinten. Wir wollen also jetzt mit den Feldern Verschiebungen machen. Wir haben schon sortiert, relativ kompliziert sortiert mit der DIN-Norm. Auch wenn wir die Verzeichnisse schreiben, werden wir wahrscheinlich sortieren, bevor wir die Verzeichnisbäume aufbauen. Das macht einfach Sinn. Das ist auch eine andere Sortierung als die DIN-Sortierung. Achtung, aufpassen. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Ihr müsst also wirklich nochmal separat sortieren, wenn ihr das benutzt im Algorithmus. Wenn ihr das macht, auch das vielleicht nochmal zur Erklärung, dann gehört das in das Schreiben mit rein. Also wenn ihr sagt, ich muss jetzt meinen dynamischen Speicher erstmal umorganisieren, damit ich den Verzeichnisbaum schreiben kann, so wie er erwartet wird, dann gehört diese dieser Aufwand für diese Sortierung mit in die Schreibzeit der Verzeichnisstruktur. Und insofern muss man da ein bisschen aufpassen. Hier das Partitionieren ist eben das Aufteilen im Speicher, zu sagen, ich habe eine Bedingung, Entfernung kleiner 1000 und alle Sätze, die dieser Bedingung entsprechen, egal in welcher Reihenfolge, erstmal kommen nach vorne, alle Bedingungen, die danach, und ich möchte diesen Trennpunkt haben, also den Punkt, der dazwischen liegt, und über den kann ich die Anzahl bestimmen. Jetzt ist das so, zum Beispiel auch Delphi, meines Wissens kennt keine Partition, bei Java bin ich mir jetzt nicht so sicher und C#. Wenn diese Partition in den Programmiersprachen nicht bekannt ist, dann müsst ihr das Feld im Ganzen sortieren. Das ist der einfachste Weg. Dann sortiert man diese Speicher komplett um nach der Entfernung und sagt, wenn, und sucht dann die Position, wo die Bedingung nicht mehr gilt. Dann sind ja alle vorne, die dieser Bedingung entsprechen. Das ist Partitionieren. Und als Rückgabewert brauche ich den Index der Bedingung, die das nicht mehr erfüllt. So, damit habe ich eine Partitionierung gemacht. Nicht unbedingt auf die intelligenteste Art und Weise, aber wenn es nicht anders geht, muss es in der jeweiligen Programmiersprache so gemacht werden. Dann muss das Ganze sortiert werden, muss eh sortiert werden, entsprechend nach Entfernung und bei gleicher Entfernung soll der Kurswinkel verwendet werden. Das ist die nächste Aufgabe. Es soll aber nur der partitionierte Teil, wenn möglich, umsortiert werden. Also auch hier gilt wieder, wenn die Programmiersprache das nicht hergibt, so ohne weiteres, dann müsst ihr alles umsortieren, dann geht es halt nicht anders. Aber ansonsten gilt die Aufgabe eigentlich, dass A, erstmal die Partition gebaut wird, also nur alle Datensätze separiert werden, nicht in einen anderen Vektor kopiert, sondern im Rahmen dieser Speicherstruktur separiert nach vorne werden. Und dann soll die Sortierung nur noch auf diesem Bereich erfolgen. Und der letzte Schritt, den ich hier heute auch erklären möchte, also das Vergleichsprogramm soll noch mehr umfassen an dieser Stelle, aber ich möchte heute gar nicht mehr erklären, sondern es geht ja darum, dass man anfängt,
dann soll diese Distanz ausgegeben werden in dieser Sortierung. Das heißt, dass nach dem Partitionieren soll diese Datei geschrieben werden. Und auch hier seht ihr wieder auch eine eindeutige Beschreibung, ZIP-Code, Distrikt minus, also Stadt minus Distrikt, mit 75 Straße, Leerzeichen, Hausnummer, mit 65 Stellen. Dann kommt ein Ist-Gleichzeichen. Ich habe das bewusst mal ganz deutlich mit aufgeschrieben, weil sonst können wir am Ende nicht vergleichen. Gefolgt von der Distanz mit 3 Nachkommastellen, gleich ohne Leerzeichen, Meter, Leerzeichen, Slash, das sind also 3 Stellen, gefolgt von dem Winkel mit 7,3 Stellen, also 7 Breite, 3 Genauigkeit, gefolgt von dem Grad-Symbol. Und auch hier unten sieht man die Straße, eine der Ausgaben, die das Ganze beschreibt. Jetzt werden einige sagen, warum ist die Panoramastraße, das ist ja der Fernsehturm, und warum gibt es hier da, das sind einfach die geografischen Koordinaten. Und wenn man sich den Fernsehturm anguckt, dann hat er ein riesen, also ein Gebäude darunter stehen, also mit Ausstellungshallen und allem drum und dran. Und das ist natürlich so, dass einige dieser Ausgänge von diesem Gebäude tatsächlich vom eigentlichen Koordinatenpunkt des Fernsehturms weiter entfernt liegen können als andere Adressen. Und die nächste Geschichte ist natürlich, wie genau ist die Angabe des Fernsehturms? Die ist fest vorgegeben hier an dieser Stelle, da die Koordinatenposition, und die mag auch jeder irgendwie ein bisschen verschieben. Also die Frage ist, gilt das mit der Antenne oder gilt eben doch die Adresse Panoramastraße 2, ist glaube ich der Haupteingang zum Fernsehturm. Wird die Adresse angegeben? Also wir haben eine ganz klare Vorgabe, den Fernsehturm mit dieser speziellen Position zu berechnen, und dann sollten auch diese Ergebnisse bei rauskommen. Und das Ergebnis sind 1653 Datensätze müssten separiert werden, die eine Entfernung von kleiner 1 Kilometer haben. Wenn ihr diese Beschreibung kriegen wollt, diese Word-Datei und die Datendatei, mit der man beginnt, ihr braucht ja am Anfang eine Datendatei, mit der das Ganze passiert, dann könnt ihr mir eine E-Mail schicken, am besten an unsere E-Mail-Adresse Scholar, also die zu diesem Kanal gehört, scholar@adecc-systemhaus.de, und ihr kriegt das entsprechend zugeschickt. Schreibt einfach noch ganz kurz, vielleicht in das Anschreiben, wenn ihr die Datei haben wollt, euren Erfahrungsstand, mit welcher Programmiersprache ihr das Ganze mal umsetzen wollt. Wie gesagt, ich habe das in Delphi und C++ umgesetzt, mit dem C++ Builder und Visual Studio, um auch einfach mal die Entwicklungsumgebung gegeneinander zu vergleichen. Bekannter hat das in Java begonnen und will das parallel auch in Python mal machen. Natürlich könnte auch jetzt jemand kommen, der wirklich ein Python-Experte ist und sagen, ich mache es nur in Python oder mache es nur in einer Programmiersprache, vielleicht in C-Sharp oder JavaScript, was immer ihr könnt, und einfach mal sagt. Wie gesagt, der Aufwand ungefähr 1 bis 2 Tage, um das entsprechend umzusetzen und zum Laufen zu bringen. Wir alle, die daran bisher teilgenommen haben, das sind ungefähr 10 Leute, die jetzt involviert sind in dieses Vergleichsprogramm, haben alle viel Spaß dabei gehabt, sind alle auch teilweise überrascht worden von Ergebnissen, die wir so nicht erwartet haben. Es gibt da wirklich eine ganze Reihe von Anekdoten. Wir werden das Ganze Mitte Januar auswerten und mal gucken, was ist an Ergebnissen reingekommen, wo liegen die Unterschiede, auch warum gibt es an bestimmten Stellen Unterschiede. Auch das ist eine ganz interessante Fragestellung, die wir gemeinsam erarbeiten können, um einfach zu sehen, wo liegen Vor- und Nachteile von bestimmten Paradigmenansätzen, wo sind die Unterschiede, ist C++ wirklich so viel leistungsfähiger als andere Programmiersprachen? Wenn ich modernes C++ programmiere, ist modernes C++ leistungsfähiger als Oldschool C++, was aus den 90er Jahren kommt? Macht das also Sinn, dass ihr tatsächlich nochmal auf die Schulbank geht, wenn ihr dann C++-Entwickler seid? Und dasselbe trifft natürlich jede andere Programmiersprache im Java-Umfeld, zum Beispiel die Betrachtung, ob man einen Vektor nimmt oder eine dynamische Liste nimmt für bestimmte Sachen. Wo sind die Unterschiede? Das spielt natürlich für C++ auch eine Rolle. Also die bestimmte Algorithmen, die da sind. Also wir waren zum Beispiel vom Boost Lexical Cast sehr enttäuscht. Wir hatten auch reguläre Ausdrücke getestet und haben festgestellt, das ist, als wenn man Anker wirft beim Verarbeiten. Also wenn das wirklich um Massendatenverarbeitung und Geschwindigkeit geht, dann gibt es da ganz negative Effekte.
Und bei einigen Sachen hat man es erwartet und bei anderen Dingen waren wir völlig überrascht. Für mich war es wichtig, wie verhalten sich Lambda-Ausdrücke? Sind Lambda-Ausdrücke schneller oder langsamer? Und insofern hat man anhand dieses Programms wirklich die Möglichkeit, sich selber auch mal eine Frage zu stellen, zu testen, Dinge auszuprobieren in seiner jeweiligen Programmierumgebung, das mit anderen Leuten zu teilen. Wichtig ist, wir wollen das alles teilen. Das heißt, der Code, der Quellcode, den ihr schreibt, muss einsehbar sein und sollte dann natürlich auch unter einer entsprechenden Lizenz von euch stehen, die das ermöglicht zu sagen, das wird wie Open Source behandelt. Sonst können wir nicht drüber diskutieren. Sonst kriegen wir eine Blackbox. Und es sollte eben auch möglich sein, dass die Programme auf einen zentralen Rechner entsprechend kontrolliert laufen, dass wir also in einer einheitlichen Umgebung das Ganze vergleichen. Weil es ist natürlich klar, wir lesen Dateien, wir schreiben Dateien, sogar sehr viele Dateien, sehr viele Verzeichnisse. Und dann ist es natürlich ein Unterschied, wie schnell die Festplatte ist oder ob es vielleicht sogar eine SSD ist, auf der das Ganze passiert. Da spielt auch der Virenscanner eine Rolle. Wir haben also hier ganz tolle Verwerfungen eine Zeit lang gehabt, bis wir in der Lage gewesen sind, den Virenscanner zu deaktivieren an bestimmten Stellen, weil der Virenscanner natürlich das Ergebnis verfälscht, wenn man 10.000 Dateien auf die Platte bringt in kürzester Zeit. Da sind alle Alarmglocken auf Rot gegangen. Es muss also in sich vergleichbar sein, aber man kann wirklich viel lernen und insofern ist das eine interessante Aufgabe, vielleicht über die Weihnachtsfeiertage vielleicht ein bisschen zu sagen, ich mache was für meine eigene Weiterbildung, ich nehme einfach dieses Problem mal an und versuche das mit zu lösen. Ich gucke jetzt auch mal, im Chat ist nichts angekommen. Wenn ihr Fragen habt, wäre jetzt noch die Möglichkeit. Ansonsten lassen wir das an dieser Stelle. Ich bin lange genug hier gewesen, habe lange genug gesendet. Wie gesagt, wenn ihr neu dazugekommen seid heute und bisher nicht die Vorlesungen gesehen habt, hier an dieser Stelle unsere Seite ADEC Scholar. Ich blende das jetzt mal um und sage Notebook zweite Seite. Das ist die YouTube-Seite zu diesem Twitch-Kanal. Twitch speichert die Videos nur 14 Tage, danach werden sie gelöscht und außerdem natürlich nicht die Möglichkeit, sie nachzuschneiden für bestimmte Dinge oder nachzuverändern. Deswegen laden wir alle diese Videos nochmal auf diesen ADEC Scholar-Kanal unter YouTube und stellen sie zur Verfügung. Hier sind die Vorlesungen aus der Zeit Oktober bis Dezember. Alle nochmal enthalten. Das hat mittlerweile 10 Vorlesungen zum Thema C-Programmieren gegeben. Und es gibt auch entsprechend Übungen, 9 Übungen immer montags, Vorlesungen immer mittwochs. Wir haben das bis letzte Woche gemacht. Dann ist die semesterfreie Zeit, die Weihnachtsurlaub. Deswegen jetzt die Pause. Deswegen eine Übung weniger. Auch hier nochmal die beiden Videos zur Verantwortung des Programmierers für den Umweltschutz. Also hier die Möglichkeit, sich da wirklich nochmal reinzuarbeiten, das Ganze anzugucken. Das ist eine Grundlagenvorlesung im klassischen Sinne zum Thema C-Programmieren. Wir haben also mit Algorithmen begonnen, wir haben Programmablaufpläne, Struktogramme uns angeguckt, Sprachgrammatiken, Chomsky-Grammatik, sind dann zum Maschinencode gegangen, haben uns einen einfachen Maschinencode überlegt, in dem wir auch ein Problem gelöst haben. Und sind über den Maschinencode von Neumann-Architektur dann in Richtung C gegangen, haben mit C begonnen, uns die Programmstrukturen, die Regeln der Sprache C anzugucken und da auch schon so ein bisschen, gerade in der letzten Vorlesung, die Unterschiede zu modernem C++ zu zeigen, nicht im Sinne der Objektorientierung, sondern der Sprachstrukturen, also das IF mit Initialisierung, das Switch mit Initialisierung, die Enum-Class, die scope-sichere Enum-Aufzählung, wie sie dann später von C++ kommen und die jeweils schon immer so ein bisschen mit reingedacht. Aber wir sind immer noch beim Thema der Programmstrukturen und in der Woche ab dem 10. Januar geht das denn mit neuen Inhalten weiter. Vielen Dank für das Interesse. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Wenn ihr vorneweg nicht mehr auf diesen Kanal kommt, einen guten Rutsch. Bleibt gesund. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste in der aktuellen Zeit. Und viel Spaß beim Programmieren.